Radcliffe. Gratulation, die Serie hat gehalten, wie das Halbfinale. Und dieses Mal, muss man sagen, ist ja fast schon historisch, auch Italien dabei bezwungen. Wie ist Ihnen zumute? Ja, natürlich bin ich jetzt glücklich, nachdem wir gewonnen haben und im Halbfinale wieder stehen, klar. Unabhängig jetzt mal vom Gegner, aber es ist natürlich ein tolles Gefühl. Aber Sie waren eben auf dem Feld ganz ruhig, ne? Sind alle ausgeflippt und irgendwie haben Sie erstmal verarbeitet? Ja, sowas muss man ja irgendwie ein bisschen verarbeiten, klar. Und das mache ich am besten, wenn ich dann auch ein bisschen Ruhe habe. Das Turnier ist ja nicht zu Ende, es geht weiter. Aber das war an Dramatik ja nicht zu überbieten. Nun hat man gehört unter der Woche, natürlich hat man sich auf Elfmeterschießen auch mal eingestellt. Haben Sie es auch geübt? Also expressis verbis immer noch mal wieder gesagt, lass uns Elfmeterschießen? Haben wir immer wieder mal gemacht und die Spieler machen das auch von sich aus. Klar, nach dem Training geht man hin, schießt ein paar Elfmeter. Im Spiel ist natürlich irgendwie was anderes. Wenn man dann, sagen wir mal, von der Mittellinie zum Punkt läuft, das ist natürlich schon auch eine hohe Nervenbelastung. Man weiß, wenn man vielleicht verschießt. Aber heute war es ja Gott sei Dank irgendwie so, dass gerade die Youngsters, Kimmich und Jonas Hector, die dann die Entscheidenden noch gemacht haben. Da hat man heute gemerkt, man kann üben, was man will. Üben ist immer gut, aber in so einem Fall, den kann man nicht simulieren. Aber Jonas Hector hatten wir auch schon gerade kurz gesprochen. Ich glaube, der kann das immer noch gar nicht richtig fassen. Der wollte und konnte gar nicht richtig reden. Haben Sie ihn schon gesprochen? Ich habe ihm nur kurz gratuliert, weil das war natürlich schon auch klar eine ganz besondere Situation. Einige haben vorher verschossen, aber der Jonas ist ein ganz ruhiger, seriöser Spieler, der sich immer sehr konzentriert ist und so. Und da hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Sie waren gerade ein bisschen glücklich. Ja gut, aber das gehört dazu, weil andere waren auch ein bisschen glücklich heute auf der anderen Seite. Sie waren gerade in der Kabine. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so wie so Rio 2014? Nee, das noch nicht. Nein, klar. In der Kabine ist es eher ruhig. Die Spieler sind natürlich auch nach so einem Spiel mit 120 Minuten schon logischerweise ein bisschen geschafft und natürlich auch kaputt. Aber auf dem Platz war ja irgendwie dann großer Jubel. Warum war es so schwierig gegen diese Italiener? Waren die heute besonders gut? Nee, Italiener waren nicht nur heute gut, die sind generell natürlich auch gut und die können natürlich auch super verteidigen und können mittlerweile natürlich auch gut natürlich auch nach vorne spielen. Von daher war es wichtig, wir haben aus dem Spiel heraus ganz, ganz wenige Chancen zugelassen. In manchen Phasen hätte ich mir gewünscht, wenn wir noch ein bisschen mehr Ballkontrolle hatten. Wir waren ja eigentlich schon auch überlegen, aber manchmal haben wir auch den ein oder anderen Fehler gemacht im Passspiel und das hat die Italiener wieder ein bisschen stark gemacht. Na gut, Fehler kann man ja gar nicht vermeiden. Sie haben ja jetzt eine andere Taktik gewählt, also erstmals bei dieser EM zumindest. Vorher gab es ja schon mal mit der Dreierkette. Würden Sie sagen, das war der richtige Weg zum Verhindern der Torchancen, aber gleichzeitig auch, um mehrere Torchancen selbst zu generieren? Es war auf jeden Fall der richtige Weg, weil Italien spielt außen mit zwei Spielern ganz hoch, praktisch gegen die Außenverteidiger und in der Mitte mit zwei Stürmern. Und 4 gegen 4 ist gegen Italien brandgefährlich. Und von daher war es klar, wir müssen das Zentrum gut zumachen und dürfen uns da nicht rauslocken lassen. Und wenn da nur zwei Innenverteidiger stehen und die Außenverteidiger stehen breit, dann gibt es natürlich Riesenprobleme, weil das können sie gut. Sie haben super Automatismen, die Italiener machen immer das Gleiche, sind aber auch leicht berechenbar. Und von daher konnten wir praktisch jeden Angriff so gut wie unterbinden, die Abwehr. Der hat es super gemacht. Jetzt noch ein paar mehr Chancen, beziehungsweise manchmal auch das nötige Quäntchen Glück. Im Viertelfinale, manchmal gegen so eine Mannschaft, bekommt man nicht viele Chancen. Und die Italiener wollen ja manchmal, dass man anläuft, dass man offensiv spielt. Und dann schlagen sie irgendwie zu. Ja, man muss sie mit den eigenen Mitteln manchmal schlagen und mit Intelligenz. Heute hat es geklappt, mit Intelligenz, mit auch ein bisschen Glück am Ende und mit einer wunderbaren Dramatik, zumindest aus deutscher Sicht. Jetzt heißt es, sie schütteln und erstmal wieder versuchen, alle wieder fit zu bekommen. Was sind so die letzten Informationen? Sami Khedira haben wir gerade schon gehört, der hofft, dass er dabei sein kann. Mats Hummels wird nicht dabei sein dürfen, wegen der gelben Karte. Ist natürlich blöd, vor allen Dingen wegen der ersten bei ihm. Es war schon mal ganz ideal für uns, dass der Sami Khedira so früh ausfiel. Ich glaube, er war ja nicht mal 15 Minuten gespielt. Das ist natürlich auch immer, gerade wenn man vielleicht weiß, es geht in die Verlängerung, dann ist natürlich auch ein Problem. Ich weiß nicht, er hat irgendwie einen langen Schritt gemacht. Ich kann es noch nicht genau sagen. Hat wohl ein bisschen Adduktorenzerrung. Mats Hummels ist gesperrt. Damit musste man auch irgendwann mal rechnen. Das passiert natürlich jeder Mannschaft mal. Das ist natürlich jetzt schade im Halbfinale, aber müssen wir eine andere Lösung finden. Ja, und was Sie eigentlich immer gesagt haben, langsam ist der Kapitän wieder fit, aber dass er so lange gleich dabei sein muss, das hätten Sie auch anders gedacht, oder? Er musste sich wahrscheinlich dann durchbeißen, klar, weil das ist ja auch nicht so einfach, wenn man so lange nicht von Anfang an gespielt hat und dann so ein Spiel macht, nach 15 Minuten reinkommt, dann in die Verlängerung muss.
aber er hat das großartig gemacht und der Basti hat sich jetzt auch wirklich, sagen wir mal, gequält. Mhm. Und er ist ja dann auch ein Spieler, der ein Wettkampftyp und ein Winnertyp, der dann einfach auch sich reinbeißen kann in eine Aufgabe. Um runterzukommen, ist es immer ganz gut, wenn man über Fußball sprechen kann. Trotzdem, wie geht es jetzt weiter? Gibt es sowas wie eine Party heute? Hören wir Helene Fischer wieder über die Halbinsel wie in Brasilien so ungefähr? Wäre ein bisschen zu früh mit Helene Fischer. Vielleicht später, nächste Woche. Wir haben jetzt zum achten Mal seit 2005 mit dem Confed Cup, glaube ich, immer das Halbfinale erreicht, waren immer bis zum Schluss dabei. Aber ich glaube, die Spieler sind jetzt auch müde. Regeneration, logischerweise, am Donnerstag Halbfinale. Und das wollen wir natürlich auch gewinnen. Und ich entnehme Ihren Worten und denen der Spieler, die wir schon gehört haben, Sie wollen mehr. Das ist schön. Ja. Gratulation nochmal und danke für diesen Abend. Ich glaube, das teilt ihr, nicht? Ne?